Ist Demokratie selbstverständlich? Diese Frage richtet sich derzeit besonders an Schülerinnen und Schüler im Erzgebirgskreis, denn sie ist Teil eines Schülerwettbewerbs, den das Landratsamt anlässlich 30 Jahre Deutscher Einheit ausgerufen hat. In diesem 30. Jahr der Deutschen Einheit, in dem wir uns ja befinden, war es mir deshalb besonders wichtig, diesen Schülerwettbewerb in unserem Erzgebirgskreis zu initiieren und letztlich auch zu etablieren. Und ich denke, die in die Vorbereitung investierte, aufgewandte Zeit, die war es gemeinsam wert, dies zu tun. Wir wollen den jungen Menschen hier in der Region vermitteln, dass es sich lohnt, selbst Teil dieser Geschichte zu sein, indem man selbst gesellschaftlich aktiv wird. Demokratie ist ein hohes Gut, aber Demokratie lebt allein vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Sonst funktioniert sie nicht. Begleitend zum Wettbewerb wurde durch die Agentur Designesgleichen ein Arbeitsheft für die Schüler zusammengestellt. Um die Schüler überhaupt erstmal in das Thema reinzuholen, haben wir uns entschlossen, in dem vorderen Teil die Geschichte kurz nochmal abzuarbeiten. Wie kam es zu dieser friedlichen Revolution? Was waren die Auslöser? Das Thema ist sehr vielschichtig und so gibt es auch im Arbeitsheft 6 verschiedene Themenschwerpunkte, denen sich die Jugendlichen widmen können. Die Themenschwerpunkte spiegeln alle in die Zeit der friedlichen Revolution, haben aber in ihren Aufgaben einen absolut tagesaktuellen Bezug. Bei der Erarbeitung des Arbeitsheftes wurden Pädagogen verschiedener Schulformen mit einbezogen. Sozusagen von Anfang an dabei war auch Enrico Huth, Schulleiter des Gymnasiums Marienberg. Es waren viele Ideen nach einem kurzen Brainstorming auf dem Tisch und relativ schnell wurde uns klar, wir müssen schon etwas liefern, etwas machen, was besonders ist, was uns auch ein bisschen abhebt von anderen Veranstaltungen, die es zu diesem Thema gibt und gab. Relativ schnell wurde da auch dieser Gedanke geboren, eben einen Schülerwettbewerb zu machen. Diesen gab es im Erzgebirgskreis in dieser Form noch nie. Also ist es schon was Besonderes. Und auch hier konnten wir uns relativ schnell verständigen, in welcher Form da durchgeführt werden kann, welche Inhalte dort eine Rolle spielen können. Und so wurde relativ schnell genau das produziert, was wir eben gesehen haben. Nur habt ihr schon mal ein bisschen in das Heft reingelesen. Ist da ein Bereich dabei, wo du sagst, das ist besonders faszinierend für dich, besonders spannend? Naja, also ich finde jetzt persönlich diesen Wahlbetrug von in der DDR ganz interessant, dass da halt auch sich Bürger getraut haben, mit in den Wahllokalen nachzuschauen, wie die Stimmen ausgezählt werden. Und ich persönlich, also wir haben uns in der Gruppe in verschiedene, also wir haben uns in der Klasse in verschiedene Gruppen aufgeteilt, wo wir dann die Themen abarbeiten. Ich habe jetzt das Thema Wahlen in meiner Gruppe und da passt ja der Wahlbetrug auch ganz gut mit rein. Findest du das heute noch wichtig, über so ein Thema aus der Vergangenheit zu sprechen? Finde ich schon, weil ich meine, aus der Vergangenheit kann man lernen, dass so etwas sich am besten nicht mehr zutragen wird. Und ja, ich finde das wichtig. Grundlegend möchten die Macher dazu anregen, sich über Geschichte zu informieren, sich zu interessieren und daraus zu lernen. Wir wollen regionale Geschichte begreifbar machen. Denn der Umbruch 1989-90 geschah nicht ausschließlich in den großen Städten Leipzig, Dresden, Berlin, sondern direkt auch hier vor unserer Haustür. Das zu recherchieren, zu dokumentieren und aufzubereiten, war unsere Aufgabe in diesem Projekt. Man möchte den Schülern aufzeigen, dass die friedliche Revolution auch vor ihren Haustüren stattfand. So hat man auch schon in die Entstehung des Arbeitsheftes Zeitzeugen eingebunden. Und ich denke, wenn man das jetzt auf den gesamten Erzgebirgskreis erweitert, diese Sache, dann ist das nicht nur für die Leute, die das erlebt haben, dass sie ihre Erfahrungen weitergeben können, wichtig, sondern eben auch für die Schüler, dass sie die Bedeutung richtig erkennen und begreifen können. Und zum Zweiten finde ich, sollte man, wenn dieses Projekt dann erstellt worden ist und irgendwie vielleicht ins Archiv geht, dann weiß man auch, dass hier im Erzgebirge unheimlich viel los gewesen ist zu dieser Zeit. Und das für die Zukunft zu bewahren, ist sicher auch außerordentlich gut und richtig. Mir gefällt
insbesondere als ich das jetzt durchgelesen habe bzw. gehört habe, dass hier auch der Bezug zur jetzigen Zeit gefunden wird. Dass also nicht nur zurückgeschaut wird, was war vor 30 Jahren oder noch länger, wie war es in der DDR, sondern dass man aus dieser Bewegung, die damals stattgefunden hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre heraus, versucht jetzt Linien zu ziehen und Parallelen, wie können wir in der heutigen Zeit auch unser Demokratieverständnis erweitern, wie können wir bei der Gesellschaft oder in der Gesellschaft mitarbeiten, was können wir verändern. Das finde ich sehr gut gelungen, gefällt mir ausgezeichnet, das Konzept. Der Wettbewerb richtet sich hauptsächlich an Schüler der 7. bis 10. Klassen, ist aber so offen gestaltet, dass beispielsweise auch Grundschulen teilnehmen können. Drei Hauptpreise für die Klassenstufe 7-8 zu jeweils 1.000 Euro und für die Klassenstufe 9-10 zu jeweils 1.000 Euro sowie ein Sonderpreis für eine besondere Leistung zu 500 Euro sind zu gewinnen. Ich wünsche uns viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, denn damit steht und fällt dieses Projekt natürlich auch. Es muss in der Schule, es muss durch die Lehrerschaft nicht nur begleitet, sondern auch ein Stück weit immer wieder auch angekurbelt werden. Das wünsche ich mir. Die im Rahmen der Unterrichtsfächer Gemeinschaftskunde, Geschichte oder vielleicht auch Deutsch das Projekt letztlich aufgreifen und vermitteln und so diesen Einstieg auch mit vornehmen. Alle Arbeiten sollen bis 30. April 2021 im Landratsamt abgegeben werden. Alle weiteren Details zum Projekt und das Arbeitsheft in digitaler Form zum Download gibt es auf der Website des Erzgebirgskreises unter www.erzgebirgskreis.de.